Herzlich willkommen in der Kinderkrippe Vinzenzgasse. Wir befinden uns in Eckenberg und ich möchte euch jetzt einen kleinen Einblick geben in unser wunderschönes Haus. Unser Team besteht aus 4 sehr liebevollen Elementarpädagoginnen und 5 Kinderbetreuerinnen, die eure Kinder auf ihren Entwicklungsweg begleiten werden. Wir haben ein offenes Haus, wir haben eine offene Konzeption und wir haben reformpädagogische Ansätze wie Montessori und Emi Pickler, die wir in unsere Arbeit einbinden. Unsere Räumlichkeiten sind sehr offen und wir haben einen grünen Raum. Der grüne Raum ist der Ankommensraum. Der ist auch für die neuen Kinder, die im Herbst kommen, eine Art Nestgruppe. Dieser grüne Raum hat einen sehr wohnlichen Charakter. Da ist eine Puppenküche drinnen, eine Bilderbuchecke mit einem Kuschelbereich und es gibt überhaupt Bereiche, wo die Kinder sich zurückziehen können. Im zweiten Raum, das ist der blaue Raum. Der blaue Raum ist unser Kreativraum. Da werden kreative Prozesse angeregt. Da dürfen sie malen, basteln, kleben, werken. Es gibt auch eine Wühlwanne, wo sie sich einfach hineinsetzen können und verschiedene Schützspiele machen können. Weiters haben wir einen wunderbaren, ganz großen Gangbereich, der sehr großzügig von den Kindern genutzt werden kann. Uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Kinder beobachten und durch die Beobachtungen schauen wir, welche Bedürfnisse haben die Kinder. Wir haben auch einen Sinnesraum, wo alle Sinne angesprochen werden. Im Sinnesraum gibt es ein Bällebad, es gibt Klangschalen, wo die Kinder einfach mit Instrumenten spielen können. Wir haben auch eine Leuchtplatte drinnen. Trotz des offenen Hauses sind die Kinder den Gruppen zugeteilt und haben auch ihre Pädagoginnen, ihre Ansprechpersonen. Bei jedem Gruppenraum gibt es einen dazugehörigen Bewegungsraum, wo die Kinder sich frei bewegen können, wo sie ihre motorischen Fähigkeiten schulen können, wo sie lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Ganz wichtig ist, sie lernen, ihren eigenen Körper selbst einzuschätzen. Die Bewegungsräume sind auch gleichzeitig unsere Schlafräume, wo die Kinder dann nach dem Mittagessen schlafen bzw. rasten gehen. Was wir auch haben, wir haben eine offene Jause. Die offene Jause wird in Buffetform angeboten. Wir kaufen die Sachen ein, die Eltern zahlen einen Jausenbeitrag. Wir kaufen regional und saisonal ein und es gibt jeden Tag einen anderen Schwerpunkt im Jausenbuffet. Eine Betreuerin begleitet die Kinder bei der Jause, denn auch uns ist es ganz wichtig, dass die Kinder selbstständig werden. Sie dürfen selber ihre Schüsseln holen, ihre Gläser holen, dürfen es wieder selber wegräumen und sie dürfen selbst entscheiden, wie viel möchte ich essen. Bei uns im offenen System ist es so, dass wir am Vormittag unterschiedliche Angebote setzen. Eine Kollegin bietet ein Sprachangebot an, eine andere Kollegin vielleicht eine Elite-Erarbeitung oder die Bewegungsbaustelle ist offen. Da können die Kinder dann frei wählen, wo möchten sie gerne hingehen. Nach der Freispielzeit gibt es ein Aufräumlied und die Kinder machen sich dann auf in den Garten. Wir haben eine Nestschaukel, weiters haben wir auch eine Rutsche, einen Balancierbalken, eine tolle Sandkiste und ein Gartenhäuschen, wo sie sich verstecken können. Nach der Gartenzeit ist Mittagessen, eine Gruppe ist draußen im Jausenbereich und die andere Gruppe im Ankommensraum. Nach dem Mittagessen gehen die Kinder rasten bzw. schlafen. Nach der Schlafenszeit haben die Kinder noch einmal die Möglichkeit, das Freispiel zu nutzen bzw. dann den Garten, wenn es schön ist. Und dann gibt es am Nachmittag noch einmal eine Jause. Und dann ist der Nachmittag vorbei und die Kinder werden von ihren Eltern abgeholt. In unserer Einrichtung sind uns die reformpädagogischen Ansätze von Maria Montessori und Emi Pickler sehr wichtig. Maria Montessori, ihr Leitsatz, hilf mir selbst zu tun, sagt schon sehr viel aus. Unsere Aufgabe als Pädagoginnen, aber als pädagogische Fachkräfte ist, die Kinder im Spiel zu beobachten und erst dann zu unterstützen, wenn sie wirklich unsere Hilfe brauchen. Eines der Grundsäulen von Emi Pickler sind die liebevolle und beziehungsvolle Pflege der Kinder. Das heißt, wir haben im Wickelraum einen Wickeltisch und auch einen Wickelaufsatz, wo bereits die größeren Kinder selbstständig auf den Wickeltisch hinaufsteigen können und auch im Stehen gewickelt werden können. Uns ist ganz wichtig, dass die Kinder selbstständig werden und wir unterstützen sie in ihrer Selbstständigkeit. Freie Bewegungsentwicklung ist auch eine Grundsäule von Emi Pickler und im Hintergrund seht ihr bereits Pickler-Elemente, unser Pickler-Dreieck mit einer Rutsche, auf der anderen Seite ein Hühnerleiter, wo sie klettern können und unseren Kriechtunnel.
Die Pickler-Elemente laden ein, dass sie selbst ihre motorischen Fähigkeiten ausprobieren und kennenlernen. Die dritte Grundsäule von Emmy Pickler ist die Ermöglichung des freien Spiels. Das, was sie in unserem Haus vorfinden, die Kinder, sie dürfen überall hingehen. Das ist auch unsere Konzeption des offen geführten Hauses. In unserer Einrichtung werden natürlich auch die Jahreskreisfeste gefeiert, aber auch Feste aus anderen Kulturen haben bei uns Platz. Uns als pädagogische Fachkräfte ist es besonders wichtig, dass das Kind Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung in unserer Kinderkrippe findet. So, das war ein kleiner Einblick aus der Kinderkrippe Vinzenzgasse und ich freue mich, euch und eure Kinder in unserer Krippe begrüßen zu dürfen. Musik